Wenn wir den Onlinehandel mit dem Eisberg vergleichen und der Frage nachgehen, sehen wir jetzt da die Spitze oder sehen wir schon den kompletten Eisberg, dann glaube ich, da liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ganz sicherlich sehen wir noch nicht den kompletten Eisberg, wir sehen schon mehr als die Spitze, aber wir gehen weiterhin von starken Zuwächsen aus im zweistelligen Bereich. Und insofern keine Entwarnung für stationäre Händler, die hoffen, dass der Sättigungsgrad erreicht ist, sondern ganz im Gegenteil, auch bis 2020 wird es noch ein dynamisches Wachstum gehen. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir mindestens 25% des gesamten Einzelhandelsvolumens, wenn wir die Güter des täglichen Bedarfs ausklappern, dann tatsächlich online sehen werden im Jahr 2020. Ja, die Entwicklung ist extrem dynamisch im Online-Bereich und wir sehen in der Handelslandschaft tatsächlich ganz klassisch Gewinner und Verlierer. Wir sehen Unternehmen, die doch sehr viel besser damit klarkommen, dass sich die Kundenbedürfnisse geändert haben, die schneller reagieren können. Das sind Filialisten beispielsweise, Vertikalisten vor allen Dingen, die dann eben den gesamten Prozess auf den Kunden ausrichten können. Auch Hersteller sind hier teilweise mit ihren starken Marken gut in der Lage, den Kunden klar zu adressieren. Auf der anderen Seite sind es gerade Verbundsysteme, die Schwierigkeiten haben, die erstmal den Konsens suchen müssen, die Lösungen dann eher an ihren Mitgliedern, an ihren Franchise-Nehmern, Verbundgruppenmitgliedern ausrichten, als an den Markt. Und was dann passiert, ist ganz klar, man verliert Marktanteile. Aktuell sind es vor allen Dingen die Pure-Player, die ganz dramatisch gewinnen. Zalando, die innerhalb von wenigen Jahren hier von 2,6 Millionen Euro Jahresumsatz auf über 2 Milliarden Euro hier gestiegen sind, wenn auch europaweit. Und auf der anderen Seite in Amazon, der nach wie vor mit enormen Steigerungsraten unterwegs ist, in Deutschland jetzt aktuell 21% Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Die große Frage ist, und die Einschläge kommen ja inzwischen näher, wie wirkt sich das auf Flächenkonzepte aus? Was passiert mit der Fläche, wenn tatsächlich immer mehr Umsatz ins Internet verlagert wird? Und der geht ganz klar zulasten dann auch des stationären Handels. Wir sehen in den USA gibt es Untersuchungen, dass die Frequenz im Vorweihnachtsgeschäft tatsächlich innerhalb von 3 Jahren sich halbiert hat im stationären Handel. Wenn wir eine Entwicklung, und die deutet sich an, hier jetzt auch in Deutschland, wenn wir diese Entwicklung in einer ähnlichen Art und Weise sehen, dann wird es natürlich massive Veränderungen in der Fläche geben. Ich gehe davon aus, die 1A-Lagen werden noch stärker gewinnen, die Hochfrequenzlagen werden beliebter denn je sein, weil einfach Frequenz das Problem ist, was dann viele stationäre Händler haben. Und andere, gerade die Nebenlagen, werden verlieren. Es wird auf jeden Fall massive Veränderungen geben.